Mal Leute, tut mir leid, dass ich nicht schon vorher das Video gebracht habe. Dortmund läuft hier schon, steht schon 1-0. Auf jeden Fall hier die Aufstellung erstmal. Hier haben wir, ach Schwachsinn, was ich hier mache. Hier haben wir meine Aufstellung. Pavlenka, Pfannenberg, Weiser, Brunner, Skelly. Ich hatte Angst bei Gieselmann wegen der Rotation und ich wollte Doan statt Rudi, weil das ein riesiges Upgrade ist und Freiburg richtig geil spielt. Und mein Vierersturm gefällt mir. So. Dann haben wir Lyon. Ja. Mannschaft nicht so krass verändert. Marmoush ist, glaube ich, neu. Und das sollte es auch gewesen sein. Vielleicht Kone. So, dann haben wir Till, der nicht rechtzeitig im Plus gelandet ist. Also Till, wenn du das Video siehst oder irgendwas, wenn du nachweisen kannst, dass du aus dem Plus rausgekommen bist, obwohl du, ohne dass du irgendwelche Starterspieler verkaufen musstest, dann schalte ich dir die Punkte frei. Dann Julius. Ja, die Mannschaft hat sich, glaube ich, gar nicht verändert. Hernandez könnte vielleicht anders sein, aber sonst, ja. Von Andy die Mannschaft gleich geblieben, denke ich. Oder er hat einen Herthaner mehr. So, Grey Lion Union hat wirklich, glaube ich, dieselbe Elf wie letzte Woche, außer Oliver Burke. Bei dem, naja, der schießt halt Tore, weil er eingewechselt wird. Mal gucken. Auf jeden Fall hat Nivelle wirklich dieselbe Aufstellung, die aber super funktioniert hat, außer eventuell Friedel. Ete hat recht viel ändern müssen, weil sehr viele Spieler nicht gespielt haben. Alex hat eine richtig starke Elf. Aber ich weiß nicht. Ja, Özcan ist neu, sonst ist unverändert. Salim hat, muss ich mal gucken, endlich 11 Spieler. Und auch ein, ja, recht gutes Team. Und Goat Nyeso Goat hat, ja, auch ein recht stabiles Team, was sich kaum verändert hat. So, das war's mit der Aufstellung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ciao.